So, in diesem Video soll es um die sogenannte Produktregel gehen. Ja, das ist also der nächste Abschnitt in diesem Lemma. Und wir hatten in dem Lemma davor oder in den Aussagen davor schon mal uns um f plus g gekümmert. Und jetzt kümmern wir uns mal um die Frage, was ist eigentlich denn los, wenn wir nicht f plus g haben, sondern f mal g. Ja, und die Aussage ist, auch das ist in x0 diffbar. Mit, ja, jetzt kommt sozusagen die kleine Enttäuschung, das hätten wir gerne schöner, aber es ist halt so, wie es ist. Mit, wenn ich f multipliziert mit g ableiten möchte, an der Stelle x0, dann funktioniert das, indem ich erst f ableite an der Stelle x0. Ja, und jetzt möchte man, also das ist einer der häufigsten Fehler, dass man hier hinschreibt, ach, das ist einfach mal g' an der Stelle x0. Das wäre schön, ist es aber nicht. Es ist komplizierter leider. Das heißt, hier diesen Strich muss man wegmachen und man muss leider hinschreiben, plus f von x0 mal g' von x0. So, das ist sozusagen die schlechte Nachricht, diese Produktregel, so nennt sich das. Ist also nicht so schön einfach, wie man das gerne hätte. Ja, und da hat man den Salat. Ja, also das heißt, wenn ich jetzt also zwei Funktionen habe und sie miteinander multipliziere und dann ableite, dann bedeutet das nicht, dass ich einfach die Komponenten ableiten muss, sondern ich muss einmal die eine Komponente ableiten und die andere so lassen, wie sie ist. G bleibt einfach unverändert. Ja, und dann muss ich die erste, die ich hier abgeleitet habe, muss ich hier beim zweiten Mal einfach so lassen, wie sie ist und dann g ableiten. Ne? Das ist also fair. Beide werden einmal abgeleitet und einmal gleich gelassen. Ja? Und wenn ich mir das jetzt mal ein Beispiel angucken möchte, dann sieht das zum Beispiel, dann kann man das so ausrechnen. Ja? Also wenn ich dieses Beispiel mal betrachte, wir nehmen also f von x, das sei einfach mal x Quadrat. Und g von x, da wünsche ich mir einfach mal den Sinus von x. Ja, so. Wenn wir uns jetzt die Ableitung angucken, dann wissen wir natürlich sofort, okay, f' von x, ne, die Regel hatten wir, das ist einfach 2x. Und wenn man g den Sinus ableiten möchte, dann, das hatten wir noch nicht nachgewiesen, aber vielleicht wissen Sie das auch schon, wenn ich den Sinus ableite, dann kriege ich halt genau den Cosinus von x. So. Okay, das habe ich jetzt. Aber was ist jetzt also, wenn ich diese Funktion ableiten möchte? Also x Quadrat mal Sinus von x. Wenn ich das jetzt ableiten möchte, was ist das? Was ist da los? Dann muss ich Folgendes tun. Ich muss also erstmal x Quadrat ableiten. 2x. Ja, habe ich also x Quadrat abgeleitet. Und dann muss ich das multiplizieren mit der unveränderten anderen Funktionen. Das heißt, Sinus bleibt gleich. Dann schreibe ich ein schickes Plus dazwischen und dann mache ich das Spiel noch andersrum. Das heißt, x Quadrat lasse ich so, ja, und dann leite ich die zweite Funktion ab. Das ist dann einfach der Cosinus an dieser Stelle. Das ist die Ableitung. Und Sie sehen, natürlich wird dieser Term gleich einiges komplexer. Ja, das ist natürlich dann der Nachteil an dieser Produktregel, aber die Welt ist nun mal so, wie sie ist. Man kann sich da keine anderen Regeln wünschen, weil man nachweisen kann, dass das die einzige richtige Lösung dafür ist. Ja? Diese Produktregel ist eben eine Regel, die man beweisen kann. So, dass man aber das nochmal irgendwie sich ein bisschen vor Augen halten kann, dass es auch das Richtige ist. Dann mache ich nochmal ein anderes Beispiel. Ich gönne mir noch einfach das Beispiel. F von x ist wieder, nee, ist jetzt einfach mal x hoch 4. Und g von x, das sei doch einfach mal 1 durch x Quadrat. Ja, so. Und wenn ich das ableiten würde, wenn ich f von x ableiten würde, dann bekäme ich natürlich f' von x, ist dann also nichts anderes als 4 mal x hoch 3. Und wenn ich g ableiten würde, g' von x, das ist ja x hoch minus 2. Dann ist die Ableitung davon natürlich x hoch minus 3 und dann muss ich minus 2 da, nee, nicht minus, ja, minus 2 davor schreiben. Ja, und das ist dann minus 2 durch x hoch 3. So, jetzt fragen Sie sich, warum guckt er sich jetzt das an? Weil ich jetzt mal Folgendes machen kann.
Wenn ich kann mir doch mal ausrechnen, was ist denn eigentlich mal f mal g von x? Das ist, wenn ich das einfach mal ausrechne, das ist ja x hoch 4 mal 1 durch x Quadrat. Das ist ja nichts anderes als x Quadrat. Ja, das heißt, die Ableitung, wenn ich die Ableitung müsste ergeben, wenn ich also f mal g rechne und das ableiten würde, müsste das ergeben 2x. Ja, das heißt, ich habe jetzt f und g so gewählt, dass ich auch schon sofort weiß, was die Ableitung des Produktes wäre. Ne? Einfach nur mal zu sehen, okay, das ist eine Sache, die ich kenne. Und jetzt kommt unsere Produktregel daher, die das ja in Anführungsstrichen auf die harte Tour ausrechnet und sagt, ich gucke mir f an, ich gucke mir g an und dann machen wir die Produktregel und dann müsste ja dasselbe rauskommen. Ja, ich habe hier also ein Beispiel gewählt, wo ich quasi eine Abkürzung wählen kann, weil ich einfach f mal g ausrechnen kann. Ja, aber wenn ich das nicht kann, oder wenn ich das nicht tue, müsste dasselbe rauskommen. Also, wenn ich f mal g nehme und mit Hilfe der Produktregel ableite, dann kriege ich ja die Ableitung von x hoch 4, ich schreibe das mal nochmal so hin, x hoch 4 abgeleitet mal 1 durch x Quadrat plus jetzt die dann x hoch 4 mal und jetzt die Ableitung von 1 durch x Quadrat. Das ist ja die Produktregel, davon die Ableitung. So, wenn ich das ausrechne, dann habe ich hier 3x hoch 3 mal 1 durch x Quadrat plus hier habe ich x hoch 4 mal und die Ableitung von 1 durch x Quadrat ist ja, das haben wir oben hier schon, das ist einfach minus 2 durch x hoch 3. Okay. Und jetzt gucken wir mal weiter, was da rauskommt. Das kann ich doch hier vereinfachen. Dann habe ich hier x Quadrat im Nenner und da x hoch 3 im Zähler. Bleibt also 3x über. Das ist einfach 3x. Ja, plus und hier habe ich x hoch 4 und hier habe ich x hoch 3 im Nenner. Das kürze ich im Wesentlichen auch weg. Ja, es bleibt einfach noch ein x über und dann habe ich noch minus 2 als Faktor. Das heißt, ich habe hier minus 2x. Und das ist natürlich. Ja, jetzt ist auch klar, wo ich den Fehler gemacht habe. Ja, so, beim Ableiten hier hätte ich natürlich 4x hoch 3 hinschreiben müssen und hier auch eine 4. So, Gott sei Dank, die Mathematik stimmt immer noch. 2x. Ja, so ist alles gut. Es kommt also das Richtige raus, ne, wenn man über die Produktregel geht und wenn man die Abkürzung gehabt hätte, dann kann man natürlich irgendwie die 2x auch so ausrechnen. Aber das hat man ja nicht immer, so eine Abkürzung. Und deswegen ist die Produktregel nützlich, dass man eben das Produkt von so einer Ableitung ausrechnen kann. Ja, so und im nächsten Video mache ich nochmal den Beweis von dieser Aussage.